1Live. Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. So, Freunde und Freundinnen, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talkradio am Freitag mit unserer freien Themenshow. Also wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, wir haben eine offene Talkradio-Runde heute Nacht, dann meldet euch bei mir unter 0800 220 5050 oder mailt mir unter domian@wdr.de und wenn ihr mailt, bitte unbedingt eure Telefonnummer draufschreiben. Mein erster Anruferin, das ist die Alexandra und Alexandra ist 36 Jahre alt. Hallo Alexandra. Ja, hallo. Hallo. Schön, dass du da bist. Deswegen rufst du mich an, Alexandra. Ja, eigentlich wegen einem Thema von gestern. Ja, gestern hatten wir das Thema Haut. Richtig. Ja. Ich habe eine Hautkrankheit. Was für eine Hautkrankheit ist das? Rheuma. Wie bitte? Rheuma. Haut. Hauträuma, ja. Hauträuma? Ja, die heißt Psoriasis Arthritis. Und man nennt es so im Volksmund Hauträuma? Ja, ja, also das, ich habe drei verschiedene. Ja. Ich habe einmal Gelenkräume, das ist, chronische Polyarthritis. Mhm. Dann habe ich Weichteilräume, also das betrifft die Muskeln ja. und die Sehnen. Ja. Das ist Fibromyalgie. Und eben? Und dann die Haut. Die Haut. Und die heißt Psoriasis Arthritis. Also, wie lange hast du das schon? Die Krankheit insgesamt selber habe ich jetzt 9,5 Jahre. Mhm. Lass uns mal über die Hauträumererkrankung sprechen. Das habe ich so noch nicht gehört, dass es das gibt. Wie macht sich diese Krankheit bemerkbar bei dir? Also, erstens sind meine Augen unheimlich empfindlich. Ich habe eine 45-prozentige Tönung. Ja, ich habe eine kleine Bitte an dich, Alexandra. Drehst du den Ton von deinem Fernseher? Gemerkt. Ganz runter, ja, genau. Also die Augen sind sehr, sehr empfindlich. Ja. Du trägst eine getönte Brille. 45%. Ja. Permanent. Permanent, also auch in der Wohnung. Ja, ja. Mhm. Und die ist blau. Und die ist blau? Ja. Also die Tönung ist blau? Ja. Warum? Also das ist ganz wichtig, weil ich habe jahrelang unter Migräneattacken geleidet. Mhm. Und wir sind dann ganz normal, alle Mann zum Augenarzt. Mhm. Und der hat dann festgestellt, ich habe da was im Auge. Er hat das damals als Tumor definiert und dann mussten wir nach Bonn in die Uniklinik. Mhm. Und dann ist das untersucht worden. Ja, und der sagte dann also, ein Tumor, Gott sei Dank nicht, es ist eine Zyste. Mhm. Also eine Zyste ist ja klar, gutartig. Mhm. Und die sitzt am Sehnerv. Mhm. Und solange die nicht wächst, wird die auch nicht operiert. Ach so, das heißt, das ist noch eine Zusatzerkrankung zu der Hauträumerproblematik. Mhm. Und aufgrund dieser Erkrankung muss das Glas bläulich getönt sein? Nein, ganz blau. Ganz blau. Richtig. Mhm. Das heißt, du siehst die Welt immer sehr merkwürdig? Blau. Nein, das kann man nicht sagen. Also ich würde sagen, also ich empfinde das so. Ein Weiß ist weißer als ein Weiß. Mhm. Mhm. Weitere Merkmale dieser Hauträumererkrankung? Ja, ich kriege Blasen, die Haut reißt, die ist sehr trocken. Mhm. Also du kriegst Blasen auf der Haut, einfach so? Ja, einfach so. Mhm. Aber nur wenn ich natürlich, also ich halte mich meistens immer nur im Haus aus. Ja. Aber wenn ich dann halt mal raus bin, also dann habe ich grundsätzlich lange Sachen an. Ach, das heißt, es ist auch verbunden mit einer Lichtempfindlichkeit? Ja, das ist nur mit draußen verbunden. Ach so, also vor allen Dingen auch mit Wärme. Also Sonnenlicht ist für dich was ganz Schlimmes, wenn Sonnenlicht auf deine Haut kommt. Richtig. Ja, dann entstehen noch mehr Bläschen und die Haut wird noch mehr schmerzhafter für dich als vorher schon. Ja, die fängt an zu eitern. Ah ja. Wasserblasen. Ja. Also die Beine, die habe ich schon richtig ordentlich schön verschissen. Mhm. Du sagst, mit Wärme hat es auch etwas zu tun. Das heißt also, ja. Wenn die Sonnenwärme auf die Haut kommt, sind es nicht nur die Strahlen, sondern auch die Wärme, die das Schlimme bei dir anrichtet. Richtig. Mhm.
Kannst du aufgrund deiner weiteren Rheumaerkrankung, kannst du noch gehen oder? Im Moment nicht. Im Moment nicht. Das heißt, du sitzt im Rollstuhl? Richtig. Ja. Du bist ja erst 36 Jahre alt, deswegen habe ich das gerade auch gefragt. Ja. Wenn man drei so schwere Erkrankungen hat, ist das ja schon ein extrem heftiger Schicksalsschlag. Wie gehst du damit um? Also, das war am Anfang war das ganz schön schwierig. Mhm. Ich bin einmal geschieden, habe zwei Kinder aus erster Ehe. Und wo leben die Kinder? Bei mir. Die leben bei dir? Bei mir und bei meinem Mann. Ach, wie alt sind die Kinder? Der Älteste, der wird im März 17. Mhm. Die Mittlere, die ist gerade 13 geworden. Ja. Letzten Monat. Ja. Ich übrigens auch, die eine Woche vor mir. Aha. Und die Jüngste, die hat jetzt im Februar den 10. Und alle drei leben bei dir? Alle drei. Alle drei leben bei dir. Mhm. Das heißt, das ist ja... Die sind damit aufgewachsen. Die sind damit aufgewachsen und das ist ja für dich dann auch eine enorme Leistung, drei Kinder durchzubringen, jetzt im Rollstuhl gefesselt zu sein, eigentlich nicht nach draußen gehen zu können, wegen der Hauterkrankung. Wie schaffst du das denn alles? Ich habe unheimlich liebe, gute Freunde. Mhm. Und ich habe einen super tollen Ehemann. Mit dem du auch zusammenlebst nach wie vor? Ja, der sitzt hier neben mir. Der sitzt neben dir. Mhm. Schöne Grüße von mir. Schöne Grüße, Wolfgang. Wie ist denn dein Ehemann, der Wolfgang, mit dieser Erkrankung umgegangen? War das für ihn am Anfang auch erst schockierend und hat sich erst langsam damit abgefunden? Oder hat er gleich wie eine Eins an deiner Seite gestanden? Also ich würde eher sagen, Wolfgang, hast gleich wie eine Eins neben mir gestanden, wohl? Ja. Wenn du das sagst, wie lange seid ihr verheiratet? Wir hatten dieses Jahr einen 10-Jährigen. Den 10-Jährigen. Dann ist das erste Kind von einem anderen Partner. Habe ich ja gesagt, die ersten beiden. Die ersten beiden sogar, erste Ehe. Ja. Mhm. Mhm. Ich würde gerne auf diese Hauterkrankung zurückkommen. Ist der ganze Körper betroffen davon? Ja. Mhm. Auf was musst du noch besonders achten, außer auf Tageslicht und auf Vorsicht vor Wärme? Essen. Was heißt das genau? Trinken. Also ich darf nicht alles essen, ich darf nicht alles trinken. Ja. Pff. Auf was musst du so verzichten? Auf verdammt viel. Na, sag mal ein Beispiel. Also Milchprodukte sind einerseits ganz gut für meine Knochen, ja, aber schlecht für meinen Weichteilräumer. Das heißt, dann steckst du in so einem Dilemma auch, wie du dich ernährst. Das eine ist dafür gut und dann ist es wieder schlecht. Und da musst du so einen Mittelweg irgendwie finden. Richtig. Mhm. Wirst du mit Medikamenten behandelt? Aber hallo. Mit sehr viel und sehr starken Medikamenten. Ja, mit sehr starken Medikamenten? Allerdings. Und ja. Die sind auch verdammt teuer. Und die zahlt nicht die Krankenkasse? Doch. Doch, mhm. Ja. Wie sind denn deine Perspektiven, so die Zukunftsaussichten? Hast du Sorge, dass sich die Krankheiten, muss man ja sagen, dass die sich immer noch verschlimmern werden? Oder hast du eine Hoffnung, dass es auch sich irgendwie vielleicht verbessert oder zumindest stabilisiert? Die Hoffnung, die habe ich abgeschminkt. Das hat er mir letztes Jahr ganz eindeutig gesagt. Also ich bin jetzt ein Vollinvalide. Mhm. Habe auf Pflegestufe 2. Mhm. Mhm. Und das heißt, da ist nichts mehr zu machen. Also das wird immer schlimmer. Ja. Es gibt hier, wo ich wohne, also zu dem Zeitpunkt gab es ganze drei Fälle, mit mir drei Fälle, die dieses Medikament überhaupt bewilligt gekriegt haben. Mhm. Die ersten beiden, da war es ziemlich schleppend. Mhm. Und bei mir hat er angerufen und da wurde dann direkt schon am Telefon gesagt, geht in Ordnung. Hm. Das zeigt mir oder sagt mir, wie schwer dein Fall ist. Hast du Angst vor der Zukunft? Nein. Woher nimmst du so den Lebensmut trotz der Schwere der Erkrankung? Meine Familie, hm, meine Kinder, hm, also hauptsächlich mein Ehemann. Hm. Und
natürlich unsere Freunde. Also Alexander, ich glaube auch, wenn man so gebeutelt ist, und das bist du ja wirklich von deinem Schicksal und von den Erkrankungen, ist das ein so großes Glück, einen tollen Mann an seiner Seite zu haben. Und dann auch mein Mann ist noch besser. Und dann auch. Nee, da war in der vergangenen Sache, in meiner Kindheit, war schon ziemlich viel Bescheidenes. Ah ja. Also Glück im Unglück, kann man dann sagen, dass die Kinder da sind, dass du deinen Ehemann hast. Ja, und vor allen Dingen weiß ich, dass ich bei meinen Kindern einiges anders zu machen habe, als andere machen. Ja. Oder als das, was ich erfahren habe. Ja, das wäre jetzt wieder ein ganz anderes Thema. Das wollen wir jetzt nicht aufmachen und nicht vertiefen. Nee. Ich freue mich sehr, dass du angerufen hast. Und ich wünsche dir wirklich von ganzem Herzen, dass es einigermaßen so weiterläuft. Dass es sich nicht arg verschlimmert. Und vor allen Dingen beglückwünsche ich dich nochmal für deinen Ehemann und wünsche dir und deiner Familie alles Liebe und alles Gute. Danke gleichfalls. Dankeschön, Alexandra. Und bleib gesund. Ja, das ist das Allerwichtigste. Ich danke dir von Herzen. Okay. Tschüss. Mach gut. Tschüss. Jo, tschüss. 0800 220 5050. Wenn ihr auch gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch hier bei uns. Das ist die kostenfreie Telefonnummer. Oder meldet ganz einfach unter domain@wdr.de. Hier ist Paul und Paul ist 22. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Paul. Hi. Was ist dein Thema? Mein Thema ist der Selbstmord meines besten Freundes. Oh. Ja. Wann ist das passiert? Vor ungefähr 4 Wochen. Vor 4 Wochen erst? Ja. Dein bester Freund? Ja. Was hat er gemacht? Wie hat er sich das Leben genommen? Er hat sich aufgehangen. Er hat sich aufgehangen? Ja. Hm. Wo? An der Decke, bei sich zu Hause. In seinem Zimmer? Ja. Wohnt er noch bei den Eltern? Nein. Er hatte eine eigene Wohnung? Ja, ja. Hat er gehabt. Und wer hat ihn gefunden? Ich. Du hast ihn gefunden? Ja. Erzähl mal. Also, das ist eine kurze, lange Geschichte. Also, er und seine Ex-Freundin, wir waren also zu dritt immer, haben immer viel zusammen gemacht, waren auch noch gut, ja, es hatte die Trennung halt, die vor Monaten war, halt nichts zur Sache getan. Und jedenfalls haben wir uns halt immer noch getroffen abends und er hat uns halt zum allgemeinen Spieleabend eingeladen. Ja, und sind wir dann hin, zum 8. Ja. War es gewesen. Ja. Und da habe ich schon gemerkt, halt laut Musik, alle Fenster offen, Balkonverglasung, Balkontür. Und der hat halt nicht auf Türklingeln und nicht auf Handyklingeln reagiert. Da hat mir halt schon meine Sorgen gemacht, weil er nie halt ohne Handy rausgeht oder sonst. Ja, ja. Und dann bin ich halt reingestiegen. Ja. Und ja, dann bin ich halt durch alle Zimmer halt und dann irgendwann im letzten Zimmer war halt. Also konnte man reinsteigen in die Wohnung? Die war nicht so weit oben? Nee, es war gleich der erste Stock. Und dann bist du in das Zimmer gekommen und hast ihn da gesehen? Richtig. An der Decke hängen? Ja. Gott, was für ein Moment. Ja, was war das für ein Moment? Was macht man denn dann? Versteinert man da nicht? Weiß man da überhaupt, was man tun soll? Also ich musste selber über mich nachdenken, weil ich habe das Erste, was in meinem Kopf drin war, erstmal raus. Und lass die Türen offen für die Polizei und für den Krankenwagen, die da noch kommen mögen. Das weiß ich, also ich bin rausgerannt in den Treppenhaus und bin halt da zusammengebrochen. Hast du sein Gesicht gesehen, hängend an der Decke? Oder hast du ihn von hinten gesehen? Also vom Kopf bis Bauch habe ich ihn gesehen, sagen wir so. Also das Gesicht hast du gesehen? Ja. Hat er die Augen geschlossen? Ja. Und dann bist du zusammengebrochen draußen im Flur. Ja, erstmal. Und wann, wie kam dann jemand anders oder Hilfe? Ja, seine Ex-Freundin stand ja nun draußen. Genau, ihr wart ja verabredet, genau. Ja, hat er darauf gewartet halt, dass ich da rauskomme hier. Und als sie mich dann im Treppenhaus halt gesehen hat, dann war für sie das auch halt schon klar. So, und dann haben wir dann uns Mut gefasst und haben dann halt Polizei und Krankenwagen gerufen. So schnell wie möglich. Und die haben ihn dann auch von der Decke heruntergenommen? Ja, wie, wann, also... Das weißt du nicht, da warst du nicht dabei. Nein, die saßen zwar vor der Tür, aber das musste ich nicht auch noch tun. Ist klar. Ja. Das heißt aber, dein Freund war schon tot, als du in das Zimmer kamst? Ja.
Du sagst gerade so, das kam dir schon so komisch vor, als die Musik da lief. Und die Ex-Freundin, der war auch schon klar, dass irgendwas schief gelaufen ist oder was Schlimmes passiert ist, als du denn da gesessen hast. Ja. Hattet ihr irgendeine Vermutung? Lag das irgendwie in der Luft, dass er sowas Dramatisches machen würde? Lag nicht in der Luft, weil wir beide, also sie hatte vor mit ihm noch, hat sich noch getroffen vorher mit ihm. Mhm. So, über Balkon noch, von ihrem Balkon aber, von ihrer Wohnung noch Späße gemacht und ich hatte ihn auch noch am Telefon gehabt um 12 und 13 Uhr. Also ihr hattet keine Vermutung, dass er sowas Nein. machen will? Überhaupt nicht? Gar nicht. Überhaupt nicht. Aber ich hatte es einfach nur irritiert, dass er nicht aufgemacht hat und die Musik da oben lief. Warum hat er es gemacht? Was glaubt ihr? Ja, die Frage, die ungeklärt bleibt. Völlig? Völlig ungeklärt bleibt. Kein Abschiedsbrief? Ja, Abschiedsbrief war da, aber es ist keine Erklärung drin. Was steht denn in dem Abschiedsbrief drin? Also, meine Sachen halt, wie er beerdigt werden wollte oder will. Hm. Und dann hat er zu einzelnen Personen was gesagt. Zu dir auch? Ja. Was hat er zu dir gesagt? Na, mein kleiner Soldat, hast wohl ein scheiß Wochenende. Hm. Ja. Was heißt das, mein kleiner Ritter? Mein kleiner Soldat. Ach, Soldat. War das so ein Kursewort für euch, oder? Nee, weil ich bei der Bundeswehr bin. Ach so. Hm. Ja. Weiter nix? Weiter nichts. Und was hat er zu der Ex-Freundin geschrieben? Ja, Vorwürfe? Ja. Oh Gott, wie schlimm für das Mädel. Ja. Hast du die Vermutung, dass er das gemacht hat, weil er das nicht verkraftet hat, dass die beiden auseinander sind? Nein, das ist nicht meine Vermutung. Bitte? Das ist nicht meine Vermutung. Hast du denn eine Vermutung, irgendwie so eine ganz vage? Also ich weiß, dass er zivile Probleme letztes Jahr hatte. Was für Probleme? Zivile. Was heißt das? Gerichtlich auch. Und er war... Was heißt das konkret? Also er war kurze Zeit in U-Haft gewesen. Wegen was? Gemeinschaftlichen Raub und solche Sachen. Mhm. Das hatte jetzt ein Jahr stillgelegen. Mhm. Und dann kam vor kurzem dann halt die Anklage. Mhm. Könnte ein Grund gewesen sein, ich weiß es nicht. Wer hatte denn da Schluss gemacht von den beiden? Er hatte Schluss gemacht. Ja. Und was waren seine Hauptvorwürfe in dem Abschiedsbrief gegenüber der Ex-Freundin? Der Hauptvorwurf war halt der neue Freund von ihr. Mhm. Dem hat er dann halt auch noch eine Seite gewidmet. Obwohl dein Freund Schluss gemacht hat, richtig, macht er dem Mädel zum Vorwurf, dass sie einen neuen Freund hat. Ja, naja. Oder hatte sie den schon damals, als die noch zusammen waren? Er schiebt halt den neuen Freund von ihr vor. Halt. Aber da war noch nichts gelaufen, als die noch zusammen waren? Nee. Mhm. Da waren schon offen. Warum hat denn dein Freund Schluss gemacht mit ihr? Ja, Gründe konnte er nicht so genau sagen damals. Das waren so Gründe wie, ich möchte dir halt nicht mich anbieten, weil er halt so ein schlechter Mensch ist. Oder so eine Sachen halt. War das denn, du sagst gerade mein bester Freund, war das wirklich, war das nur ein bester Kumpel oder war das richtig fette Freundschaft, wo richtig viel gesprochen wurde? Richtig auch, ne? Und dünn und was. Umso erschütternder ist das ja, wenn dann sowas passiert, dass richtig der beste Freund einem das antut, ne? Richtig. Er hat es dir ja auch angetan. Richtig. Ja. Und meins ist auch so, Selbstmord ist für mich, also gerade erhängen, halt eine egoistische Handlung. Mhm. Und auch ziemlich feige. Mhm. Deswegen ist da mehr Wut als Trauer. Mhm. Kann ich verstehen. Kann ich wirklich verstehen, Paul. Auch wenn es dein bester Freund war. Vor allen Dingen, wenn man auch als nächster oder als ganz nahes Umfeld gar nicht kapiert, warum der das gemacht hat. Genau. War der in deinem Alter, 22? Nee, ist 25 gewesen. 25. Du hast gerade gesagt, in dem Abschiedsbrief hat er auch geschrieben, wie er beerdigt werden möchte. Ja. Wie ist das schon gelaufen oder wird das? Nein, leider noch nicht. Wir haben noch keinen Termin. Wie möchte er es denn? Wasserbestattung. Wasserbestattung? Ja, er möchte an der Ostsee... Also er möchte verbrannt werden und der Ostsee verstreut werden. Mhm. Und möchte halt nebenbei die Musik laufen haben von Böse Onkels, wie dein Tag verschenkt. Mhm. Und danke für nichts. Na, das sagt halt auch alles aus. Danke für nichts. Ja. Mhm. Durch den Abschiedsbrief wussten wir halt auch, dass es alles geplant war. Dass es schon länger geplant war? Ja, also er hat die Uhrzeit halt reingeschrieben. Das war 10.20 Uhr, wo er den Brief geschrieben hat. Hm. Und wir haben ja danach noch an dem Tag mit ihm ja normal geredet halt. Hm. Das heißt, an dem Tag, als ihr noch normal mit ihm geredet habt, war für ihn schon alles klar? Richtig, war schon alles geplant. Und ihr habt nichts gemerkt? Nee,
Das heißt, er hat sich überhaupt nichts anmerken lassen? Nein. Wirst du an dieser Beerdigungszeremonie teilnehmen? Ja. Das schon, obwohl du wütend bist? Ja. Also. Du meinst, das bist du ihm schon schuldig? Schuldig in dem Sinne nicht. Ich bin der Meinung, weil ja, ich kann es nicht so schreiben. Schuldig bin ich in dem Sinne nicht, ganz ehrlich. Aber es ist schon ein Teil in dir, der sagt, das ist mein bester Freund und dem muss ich die letzte Ehre erweisen. Ich mache es, weil damit ich mit dem Kapitel abschließen kann. Mhm. Ja. Weil die Bilder sind noch da und Weißt du, Paul, ich sagte ja gerade auch, dass ich den Zorn sehr gut verstehen kann. Ja. Und der ist auch berechtigt. Ja. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, in welcher Not innerlich muss ein Mensch sein, der sowas tut. Ja, aber da gehört kein Mut dazu. Also ganz ehrlich nicht. Nein, nicht Mut, aber in welcher Not muss jemand sein, dass er das tut? Jetzt kannst du natürlich sagen, er hat sich feige davon gemacht. Ja. Aber man kann auch sagen, vielleicht ist er nicht stark genug gewesen für alles, was um ihn herum ist. Und er konnte es nicht. Es ist so schwer zu urteilen darüber. Ja, es ist sehr schwer zu urteilen. Aber ich sag mal so, er hat es gut gehabt. Mhm. Er hat es nicht so schlecht gehabt. Mhm. Und halt seine Ex-Freundin und ich da so viel Energie reingesteckt. Ich höre das schon raus. Da schwingt auch so eine Meinung bei dir mit. Hätte der die Schnauze aufgemacht, wir hätten das alle gemeinsam geschafft. Ja, haben wir auch. Und wir standen ja auch letztes Jahr dabei, vorher du warst da. Das wusste er auch. Ja. Hast du jetzt Leute, zum Beispiel seine Ex-Freundin, geht das, dass ihr viel miteinander quatschen könnt darüber? Oder eher nicht? Mit seiner Ex-Freundin, ja. Wir sind ja noch beste Freunde, ja. Ja. Und ich war ja auch schon mal in der Psychologe und alles. Ja, aber ich glaube, das ist so ein Schock, den du auch da erlebt hast. Das verwindet man nicht alleine durch Nachdenken oder durch Abwarten. Um Gottes Willen. Da muss man viel sprechen, viel reden. Um Gottes Willen. Aber ich finde, dass du da sehr, sehr gut mit umgehst. Auch, dass du sagst, ich gehe auch zu der Beerdigung. Ja. Ich will damit abschließen und vielleicht wirst du später, wenn du mehr älter bist, auch denken, gut, dass ich es gemacht habe. Ja. Vielleicht irgendwann wirst du es ihm vergeben, was er gemacht hat. Und dann ist es ein gutes Gefühl, wenn du sagst, ich war bei ihm und ich habe die Trauerzeremonie begleitet. Ja. Ich finde das richtig, ich finde das gut. Ja, die Frage ist immer nur, also die Psychologin, die andere Psychologin halt, ne? Mhm. Hat halt auch gesagt, die Trauer kann immer noch kommen. Das weiß man immer nicht. Genau, ja, das kann, in der Tat. Das ist ja noch irre frisch, das sind 4 Wochen, das ist gar nichts. Ja. Das ist überhaupt gar nichts. Lieber Paul, ich würde dir auch gerne noch ein Gespräch mit meiner Psychologin anbieten. Möchtest du das? Ja, ja. Nee, du musst es nicht. Nö, ist nicht notwendig. Nicht notwendig. Ich habe da meine Psychologin an der Hand. Alles klar. Na, und wenn ich da Probleme habe, rufe ich halt an. Ja. Dann wünsche ich dir, dass du gut durch die Zeit kommst die nächsten Wochen. Das wird schon, das wird ein Auf und Ab werden von Zorn und Trauer, Verzweiflung und immer wieder das Bild vor Augen. Und dass du auch diese Zeremonie, die wird auch nochmal heftig werden, das glaube ich. Ja, werden wir sehen. Ich wünsche dir alles Gute von Herzen, ja, Paul. Vielen Dank. Tschüss. Weiter geht's mit Carina. Carina ist, wie alt ist Carina? 21, guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Carina. Zum Zweiten. Zum Zweiten? Ja, genau. Wir hatten uns vor 4 Wochen ungefähr gesprochen. Ja? Ja, mein Thema war Krebs. Sag mal ein Stichwort, dann... Ja, Krebs. Ja, und vielleicht noch eins? Ich bin 2001 an Krebs erkrankt und jetzt war ich halt vor kurzem wieder zur Operation weg und dann wurde das eingeschickt und so. Ich weiß. Und jetzt geht es halt um die Ergebnisse. So, ich weiß genau. Du bist im Jahr 2000 an Krebs, an Knochenkrebs genau. war das, genau, erkrankt. Ja. Und hast ein Bein schon verloren. Ja. Du bist 21 Jahre alt. Ja, richtig. Und hast seit 2000 ganz viel schon über dich ergehen lassen müssen. Ja, richtig. An Chemotherapien und eben... Ja. Der Amputation auch. Ja, und als wir Chemotherapien habe, wie gesagt, also warst du sehr erstaunt, aber es sind mehr als 50, wie ich damals. Mehr als 50, ja, ich war völlig baff, ich erinnere mich sehr gut. Und als wir miteinander geredet hatten, standest du kurz vor einer neuen Untersuchung. Vor einer neuen OP, genau. Genau, weil OP. In der Lunge wieder was entdeckt wurde bei einem Kontroll-CT. Genau. Und dann sollte ich halt ins Krankenhaus zur OP und ja, bin dann jetzt wieder zurück und habe dann jetzt auch endgültig die Ergebnisse. Und ich hatte dir gesagt, melde dich bitte nochmal per Mail, wenn die Ergebnisse da sind und erzähl uns, wie es ausgegangen ist. Die Hoffnung bestand, dass es nichts Bösartiges Richtig. Ist.
es hätte was Bösartiges sein können. Was war es denn nun? Die Hoffnung bestand, die Hoffnung, es wäre jetzt zerplatzt, es war wieder Krebs oder es ist wieder Krebs. Es ist wieder Krebs. Ja. Und in der Lunge? Ja, genau. Aber Knochenkrebs halt in der Lunge, also ist jetzt kein Lungenkrebs. Ja, was macht das für einen Unterschied, wenn Knochenkrebs in der Lunge ist? Lungenkrebs und Knochenkrebs werden anders therapiert. Also ist das für den Patienten beruhigender oder noch schlimmer, wenn der Knochenkrebs in der Lunge? Ja, beruhigender für mich halt, dass ich halt nicht wieder eine neue Krebsart habe, ne? Mhm. Weil Lungenkrebs und Knochenkrebs unterscheiden sich ja. Mhm. Nicht beruhigend ist halt die Tatsache, dass es halt wieder Krebs ist. Ja, was macht man jetzt gegen diesen Knochenkrebs in der Lunge? Ja, ich war gestern Abend halt bis um 10 Uhr bei meinem Arzt, also bei denen ist da auch richtig Full House. Also Krebs scheint wohl, ja, auch so makaber wie es klingt, aber schon zum Volkssport zu werden. Ja, es sind unglaublich viele Menschen daran erkrankt, erschütternd viele Menschen, ja. Ja, auf jeden Fall. Und ich war dann halt da und dann meinte er den Befund, hat er mir das erzählt. Mhm. Was wir jetzt machen wollen und wie ich denn dazu stehen würde, weil ich hätte die Option zu sagen, nach der langen Zeit möchte ich jetzt nicht mehr, nur die Konsequenz dafür wäre ja dann klar. Also dann hätte ich dann noch eine gewisse Zeit und dann zu sterben. Ja, genau. Dann würde ich dann irgendwann sterben. Was kann man denn da jetzt machen? Kann man das rausoperieren? Oder? Ja, rausoperiert ist es zum Glück. Ach, es ist ganz raus, also schon. Es war eine Metastase von 2x2 Zentimetern groß. Recht groß, ne? Ja, doch schon. Mhm. Also erschreckend groß, weil das letzte CT, was davor gemacht wurde, wurde im Mai gemacht. Mhm. Und von Mai bis September auf 2x2 Zentimeter groß gewachsen, also quasi von nichts auf 2x2. Das ist schon viel. Also bin ich halt nicht gewohnt, weil normalerweise ist das halt viel langsamer. Also das hat man jetzt operativ vollständig entfernt. Vollständig im Gesunden entfernt, ja. Was musst du jetzt tun? Weiter? Ja, ich muss leider Montag zur Chemotherapie wieder ins Krankenhaus. Wahnsinn, Wahnsinn. Das ist dann die weiß ich nicht, keine Ahnung. In die 50, hast du gesagt. Wie lange wird diese Chemotherapie dann wieder dauern? Ja, das war der Oberbrüller. Also er meinte dann, er hofft, dass er die Chemotherapie jetzt weiterhin auf diese Art von Tumor, also Art von Metastasen, genauso gut anschlägt wie vorher. Mhm. Es kann aber auch das passieren, dass sie nicht anschlägt und ich halt innerhalb von kurzer Zeit wieder irgendwo was sitzen habe. Mhm. Ja, und das ist halt der Fall. Also er meinte, die Chemotherapie, die ich bekomme, die wäre relativ gut zu vertragen. Die habe ich auch schon bekommen. Mhm. Also sprich, es ist nicht so aggressiv, dass mir jetzt die Haare ausfallen würden oder dass mir jetzt so irgendwie leide. Ich meine, klar, an dem Tag geht es mir halt nicht so gut und den Tag darauf auch nicht, aber dann so 2-3 Tage später kann man dann schon wieder das normale Leben weiterführen. Musst du denn während der ganzen Zeit im Krankenhaus bleiben oder nur so ein paar Tage? Nee, das ist mein Glück. Also die Stelle, wo ich die Chemo bekomme, das ist eine Privatklinik hier in der Nähe, also 2 Minuten von mir entfernt. Mhm. Früher musste ich ja zur Therapie immer nach Münster, bin dann auch stationär da geblieben. Dann ist das Ganze ambulant umgestellt worden. Und dann habe ich mir aber eine andere Klinik gesucht, um ambulant das halt hier in der Nähe zu machen. Verstehe, weil es angenehmer ist, nach Hause zu gehen. Ja, zumal ich habe jetzt dabei ja mein Fachabi gemacht und zum Praktikum. Dann kann ich nicht mal eben eine Stunde nach Münster fahren, in die Uniklinik, zur Therapie, dann da 3-4 Stunden hocken, bis dann da irgendwie was passiert und dann wieder die Stunde zurück. Das würde mir halt alles fehlen. Ich erinnere mich, als wir vor ein paar Wochen gesprochen haben, hast du mich extrem beeindruckt, und nicht nur mich, sondern ganz viele Leute auch im Hintergrund hier bei meinen Kollegen, weil du so schwer krank bist und so viel schon mitgemacht hast in deinen jungen Jahren und trotzdem so lebensbejahend bist und hast von deinem Fachabitur erzählt, von deinen Plänen, die du hast und so weiter. Genau. Jetzt ist das ja wieder ein Rückschlag. Ja. Wie gehst du damit jetzt um? Ja, ich hatte halt jetzt ein bisschen Zeit zum Denken, halt so ein ganz klein bisschen. Der Arzt hat mir ja gesagt, also ich könnte die Chemotherapie natürlich ablehnen, das wäre, ne, das könnte er verstehen. Aber ich sollte dran denken, welche Chancen ich habe und dass es doch sonst auch immer relativ gut angeschlagen hat. Und ich sollte es doch ruhig nochmal versuchen. Und du willst es versuchen? Ja, ich habe mich dazu entschlossen, dass ich es versuchen werde. Ja. Es wird zwar ein hartes Brot, weil ich mich halt körperlich und psychisch halt im Moment nicht so ganz auf dem Dampf fühle. Weil normalerweise fängt man große Sachen an, wenn man fit ist. Ich fange große Sachen an, wenn ich ganz unten bin. Also jetzt im Moment zumindest ist das so. Du bist eine unglaubliche Kämpferin, Carina. Ja, schon. Mann, oh Mann. Ja. Eine Bitte eben zwischendurch. Kannst du den Ton ganz runterschalten? Ach so, ja, vom Fernsehen? Alles klar. Als
der Arzt dir diese Diagnose gesagt hat, dass es nun wieder Krebs ist, gab es da so ein paar Sekunden, wo du gedacht hast, ich kann nicht mehr? Ja. Ich kann nicht mehr. Auf jeden Fall. Ich habe ich habe gesessen. Ich habe erst, das lief alles irgendwie an mir vorbei. Also ich habe das erst gar nicht so ernst genommen. Und dann habe ich nochmal geschluckt und nachgedacht. Und dann kam dann halt von ihm, ja, was sagst du denn jetzt dazu? Und dann ist bei mir erstmal angekommen, dass es halt wieder Krebs ist. Mhm. Und dass die ganze Prozedur halt wieder komplett von vorne anfangen wird. Und ja, da war erstmal... Aber dennoch jetzt wieder die Entscheidung, ich mache es. Ich kämpfe wieder. Genau. Und ich fange wieder von unten an. Richtig. Kannst du das nochmal so sagen, woher du diese enorme Kraft und diesen enormen Lebenswillen holst für dich? Ja, viele nehmen das aus ihrer Familie. Ich wohne ja noch bei meinen Eltern zu Hause. Ja. Ich nehme das nicht aus meiner Familie, weil die da auch sehr stark drunter leidet. Also meine Mutter leidet mehr als ich, also es ist sehr verständlich. Aber ich versuche halt hier zu Hause, stelle ich halt die Starke hin. Bei meinen Freunden ist das anders. Also die haben mich schon in jeder Verfassung gesehen. Also von himmelhoch jauchzen bis tief betrübt. Du kannst bei deinen Freunden dich richtig fallen lassen. Ja, auf jeden und, Fall. Und kriegst aber aufgrund dessen auch sehr viel Energie von deinen Freunden zurück. Ja, die haben gesagt, also ich habe mit denen auch drüber gesprochen, was jetzt wieder ansteht. Und ich habe sie gefragt, ob ich nochmal ihre Hilfe und Unterstützung bekomme. Und es wurde von allen bejaht. Wie viele sind das? Wie viele enge Freunde hast du? Wie viele enge, also enge Freunde, da zähle ich nicht viele zu. Na, sag mal, die ganz engen. In deinen... Die ganz engen, mit denen ich wirklich tagtäglich zu tun habe, das sind so 5. Och, das ist aber viel. Ja, also der eine in Düsseldorf, den ich auch hiermit ganz lieb grüße. Ja. Das ist sehr viel. Wenn man sagt, ich habe 5 ganz enge Freunde, finde ich verdammt viel. Und ein großes Glück ist das. Ja, auf jeden Fall. Und die sind ja auch dir treu geblieben in all diesen schweren Jahren, ne? Ja. Das sind Freunde von ganz früher, ne? Ja. Ja, das ist schon super. Das ist eine ganz, ganz tolle Sache, finde ich. Die feste Freundschaft ist dann eingetreten, als ich krank geworden bin. Da hat sich das alles zusammengebunden und richtig eng geworden und Ich würde dich gerne nochmal zu dem Bein fragen, das du verloren hast. Ja. Das ist oberhalb des Kniegelenks, das eine Handbreit oberhalb. Genau. Ist denn hast du da noch mit Schmerzen zu kämpfen oder hat sich das mittlerweile etwas beruhigt? Beruhigt, also Phantomschmerzen, wie du bestimmt schon in Gesprächen gehört hast, habe ich so jetzt selber nicht. Mhm. Das Einzige, was ich halt habe, durch diese lange Laufpause, die ich hier habe, durch die starken Chemotherapien konnte ich ja nicht laufen. Haben sich halt die Muskeln, die früher halt da mal waren, zurückgebildet. Mhm. Und jetzt das Laufen auf der Prothese mit unten dem Knochen, also den fühlt man schon. Und da ist jetzt halt nur noch ein bisschen Muskelgewebe und dann halt direkt die Haut. Und wenn du vorstellst, dass du die Faust so auf den Tisch stellst, so ungefähr ist das dann mit dem Stumpf. Nur, dass die Faust unten glatt ist und der Stumpf halt nicht. Und das heißt, das muss ganz langsam trainiert werden? Ja, das muss schon ganz langsam trainiert werden. Deswegen, ich scheue mich da auch immer sehr vor, so tagsüber dann in die Prothese zu steigen. So jetzt einfach so loslaufen geht einfach nicht. Nur irgendwann, wenn du es gut trainiert hast, dann könntest du damit dich relativ normal bewegen, ne? Ja, richtig. Mhm. Diese über 50 Chemotherapien, das ist immer noch eine Zahl, wenn ich hier ausspreche, die ich gar nicht glauben kann. Die ist so unfassbar für jemanden, der damit nicht befasst ist. Ja. Gibt es irgendwelche Nebenwirkungen, die dich jetzt so langfristig auch begleiten, dass du meinetwegen öfters anfällig bist für Erkältungen oder dass die Haut nicht in Ordnung ist? Gibt es irgend sowas? Also ich bin so gesehen, wie letztes Mal auch schon gesagt, also relativ quietschgesund, bis halt auf die Sache mit dem Krebs jetzt wieder. Das Einzige, was ich halt habe, einen relativ ausgeprägten Geruchssinn. Mhm. Also durch die Chemotherapien wurde das halt relativ verfeinert und manchmal ist es halt noch so, dass ich intensive Gerüche doppelt so stark wahrnehme wie andere. Mhm. Aber sonst habe ich eigentlich gar nichts, also keine Probleme mit der Haut oder... Gott sei Dank. Die Augen haben ein bisschen gelitten, aber das ist auch alles. So, Carina, was meinst du, wie viele Menschen, die jetzt, ich bin sicher, alle Menschen, die jetzt zugehört haben, auf deiner Seite stehen und für dich denken und hoffen, dass diese neue Chemotherapie nun aber wirklich endgültig anschlägt? Ja. Alle Leute, ich weiß es, alle, die zuhören und zuschauen, wünschen dir das von ganzem Herzen und ich natürlich auch von ganzem Herzen. Danke. Und ich finde dich so nett. Ich würde gerne mit dir so in Kontakt bleiben. Mail uns doch mal vielleicht in 2-3 Monaten nochmal, wie es dir so ergeht und wie der Zustand ist. Mach ich. Dann unterhalten wir uns wieder. Auf jeden Fall. Ja, sehr gerne. Ja, klar. Also toll, toll, toll. Ja, danke. Und alles Liebe und alles Gute und wir denken alle an dich. Ja, Domian, kannst du mir noch ein Autogramm von dir? Ja, natürlich. Kein Problem. Du legst auf und wir rufen dich gleich zurück. Mach ich. Alles klar. Okay, tschüss. Tschüss.
0800 220 5050, unsere Telefonnummer und die E-Mail-Adresse domian@wdr.de. An dieser Stelle mal ein Hinweis auf unsere Themen nächste Woche. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch heißt unser Thema vernachlässigte Kinder. Und in der Nacht von Donnerstag auf Freitag extreme Neigungen. Heute freie Themennacht, wie immer freitags. Und ich bin verbunden mit, frage ich meine Regie, wer ist jetzt dran? Das ist Katrin. Genau, Katrin, 24 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, hallo Katrin. Schön, dass du da bist. Ja, danke schön. Und was geht's denn bei dir? Ja, ich habe meinen Mann an Krebs verloren und ich will damit auch die Carina lieb grüßen. Sie soll ihren Traum leben. Mhm. Und sie soll weiter einen Trost und eine starke Schulter bei ihren Freunden finden. Ja. Du bist 24 Jahre alt und hast deinen Mann an Krebs verloren. Wie alt ist dein Mann geworden? 27 erst. Was hatte er für einen Krebs? Mehrere. Es fing nur an mit Darmkrebs, da hat er zwei große gehabt. Das in, ist dann in dem Alter schon? Nee, er hat schon vorher mit 24 gehabt. 24. Da fing es an. Mhm. Dann ist es rübergewandert auf die Leber, da hatte er dann zwei Tumore gehabt. Dann ist es auf die Lymphknoten rübergezogen. Mhm. Dann ist es in die Nieren hinten reingeschossen, dann einmal in die Hohlvene. Mhm. Dann war er hochgewandert in die Lunge. Und dann bis hoch, hinten in den Sehnerv, linke Seite. Gott. Ja. Wann ist er verstorben? Am 22.09.06. Ach, jetzt gerade eben erst am 22.09. Ja, an unserem Hochzeitstag. Und wie bitte? An eurem Hochzeitstag? Ja. Wie lange wart ihr verheiratet? Warte. Ja, 8 Stunden. 8 Stunden? Ja. Das heißt, ihr habt an seinem Todestag geheiratet? Ja. Wie kam das? War das sein Wunsch, sein letzter Wunsch? Oder? Nee, es war unser großer Traum gewesen. Den haben wir uns dann noch erfüllen wollen. Wie lange seid ihr denn schon ein Paar? Bald 2 Jahre. 2 Jahre. Das heißt, du hast ihn kennengelernt mit seiner schweren Erkrankung? Ja. Also erst war es nur der, der Leber, also der Tumor in der Leber gewesen. Ja, ja. Ja. Und da ging es ihm noch einigermaßen gut wahrscheinlich. Ja, also er wollte sich ja da nicht mehr operieren lassen, aber wo er mich kennengelernt hatte, da hat er gesagt, okay, ich mache das jetzt noch mal. Mhm. Ich lasse mich das letzte Mal noch operieren. Wo und wie habt ihr euch denn kennengelernt? Bei meiner kleinen Schwester und seinem besten Freund. Ach so, also so eine Zufallsbekanntschaft war das durch andere Leute? Ja, eigentlich eher geplante Zufallsbekanntschaft, wo wir beide nicht mit einverstanden waren. Aber es doch anders kam. Da haben ein paar Leute ein bisschen gekuppelt und haben euch zueinander geführt. Ja. Ja. Dann hattet ihr beide 2 Jahre und dann kam es zur Hochzeit am Todestag. Ja. War euch beiden denn klar, dass er so kurz vor dem Tode steht, als ihr geheiratet habt? Ich habe es am 19. erfahren, wo der Arzt zu mir herantrat und sagte, dass er nur noch ein paar Tage zu leben hätte. Mhm. Lag er da im Krankenhaus? Nein, er lag bei uns zu Hause. Ja. In seinem Krankenbettchen, er konnte auch nicht mehr raus. Und er hat es halt einen Tag am 20. erfahren von der Notarzthelferin. Mhm. Und sie hat ihn gleich einen mit einem Holzhammer eingebackst und meinte zu ihm, sie sind sich doch hoffentlich im Klaren, weil er es immer die Tatsache verdrängt hatte, dass er so schwer Krebs hatte und dass er daran versterben könnte. Mhm. Da hat sie ihn so eingebackst und hat dann gesagt, sie sind sich doch im Klaren, dass sie nicht mehr im Genesungsbett liegen, sondern im Sterbebett. Also aufgesprungen, starrte diese Ärztin da an und lachte sie richtig aus, so richtig gehässig, so ein gehässiges Lachen kenne ich ihn gar nicht. Mhm. Das war eine Ärztin, die das gesagt hat? Ja, die hat ihn eine gebackst und er lachte sie aus und sagte nur noch zu ihr, da haben sich auch noch andere Ärzte geirrt, verlassen Sie sich mal drauf. Mhm. Wie unfassbar unmenschlich, so mit einem Patienten umzugehen. Ja. Unfassbar, da kriegt man ja den Zorn, wenn man das hört. Ja, ich hätte sie auch am liebsten gegen die Wand gedrückt, diese Ärztin. Wer wundert, wer sie ist. Man hätte doch ihn wenigstens in den Glauben lassen können. Ja, also so geht man nicht mit einem so sterbenden, schwerkranken Menschen um, auch nicht in dem Ton. Habt ihr denn dann gemeinsam besprochen und gesagt, wir wollen noch heiraten? Nee, am 21. habe ich mit meiner Schwägerin und mit meiner Schwiegermutter zusammen hinten am Esstisch gesessen, haben uns unterhalten, haben Blasen geschlagen, wie so ist. Mhm. Und irgendwie, ja, habt ihr nicht mal vor zu heiraten? Ich so, ja, wir wollten eigentlich 2008, dann haben wir es vorverschoben auf 2007. Mhm. Und meine Schwiegermutter so, warum heiraten ihr nicht bald? Jetzt eigentlich. Ich so, ja,
ist ja sehr unser beider Wunsch. Wann es stattfindet, ist es ja egal. Hauptsache ein schöner Wunsch wird erfüllt von uns beiden. Ja. Und dann sind sie beiden losgestratzt zum Standesamt, haben die Standesamtin da geimpft und die wollte gleich sofort loskommen. Mhm. Das haben wir aber am 22. verschoben gehabt. Da bin ich dann, weil ich wollte es ihnen einfach noch nicht sagen, ob er mich heiraten möchte oder umgekehrt. Ich wollte einfach nur die Gewissheit haben, dass die Standesbeamtin ja sagt. Hab den Rückruf gekriegt. Dann bin ich halt zu ihnen ans Bettchen gegangen, hab für ihn einen kleinen Kniefall gemacht und hab ihn dann halt nochmal gefragt. Er hatte mich ja zur Verlobung gefragt, ob ich seine Frau werden möchte. Ich sag, hör mal zu, Stefan, hiermit drehe ich jetzt den Spieß um. Ich sag, was hältst du von der Idee, dass wir morgen beide heiraten und seinen kleinen Traum erfüllen? Und er lächelte mich an, da flossen schon Tränen, auf meiner Seite auch. Er sagte, oh ja, weil die Stimme war schon fast weg gewesen. Also, oh ja, das ist ein toller Wunsch. Oh ja, das mache ich mit. Nicht so, dann nur gesagt. Ich sage, wir kriegen jetzt keine Brautkleider mehr. Ich sage, wir tragen die Klamotten, wenn du nichts gegen hast, mit denen wir uns kennengelernt haben. Die ersten Klamotten, in denen wir uns gesehen haben. Schöne Idee, ja. Ja. Ja, war aber Pflegefall und war bettlägerig. Konnte er denn noch zu der Trauung aufstehen? Ging das noch? Nein, das ging nicht mehr. Ich stand neben seinem Bettchen und er lag in seinem Bettchen. Du sagst immer so Bettchen, weil das so, weil er so fast schon wie ein Kind dort lag. Und er war am Ende so klein gewesen. Ich konnte am Anfang, wo ich ihn kennengelernt habe, mit meinen Händen noch nicht mal einen Oberarm richtig umgreifen, weil er dann, war so stark und so kräftig gewesen. Und dann hatte er, war er so hilflos und so erkrankt und so. Ja, er hatte so, war so erkrankt gewesen, dass ich auf einmal nur so rumgriff um seine kleinen Ärmchen. Verstehe. Er war aber bis zum Schluss klar, ganz klar, geistig ganz klar. Ja, er war bis in der letzten Minute klar gewesen. Er hat dann gesagt, Katrin, ich liebe dich, ich liebe dich, ich so, ich dich auch. Und dann, wo die anderen, wo es dann so gegen 18 Uhr losging, dass er dann Atemnot kriegte und mit der Schnappatmung anfing, sagte er mit jedem Atemhauch, ich liebe dich, ich liebe dich. Und ich dann auch so, Stefan, ich liebe dich auch. Und die anderen so, Stefan, lass los einfach. Ich so, nee, Stefan gibt nicht auf. Er hat bis zu seinen letzten Atemzug nicht aufgegeben. Er hat wirklich gekämpft. Hörst du dieses Pieps im Hintergrund immer? Ja, ich weiß auch nicht, wer da jetzt versucht anzuhören. Achso, versuch ihr gut, dann ignorieren wir es ganz einfach. Der wird schon auflegen. Ja, hoffe ich auch. Die Standesbeamtin ist dann zu euch nach Hause gekommen. Ja. Und wie viele Leute waren noch dabei? Eigentlich nur die Familie und sein bester Freund. Die Familie und der Einzige, der übrig geblieben ist von auch so vielen. Nun war das ich glaube, dass das eine unglaublich bewegende Zeremonie sicherlich war. Oh ja, alle haben sich geweint und alle haben sich aber auch irgendwo gefreut. Ja, es ist so. Sie wussten Bescheid. Ja, es ist so eine Glückszeremonie, aber man konnte ja auch nicht verdrängen, dass die Traurigkeit. Ja, genau, dass er bald sterben wird. Hast du auch viel geweint? Oh ja, weil vor allen Dingen an dem Morgen, wo er mir am 22. Morgen entgegenkam und ich ihn gefragt habe, ich so, und Stefan, bist du schon aufgeregt? Er so, nein. Und er guckte mich an, da hatte er schon Leberversagen gehabt. Weil in der große Tumor, der innerhalb von 3 Wochen so groß gewachsen ist, so wie kindskopfartig aus seinem Bauch raus, oder er würde an Organversagen versterben. Oder der Wasser, ein Tumor, der sich rumherum gebildet hat im Kopf. Er würde dann daran sterben. Irgendeine Ursache würde es geben, woran er liegen würde. Und er guckte mich an mit seinen ganz gelben Augen. Und er hatte dann anscheinend die Kraft dann richtig zusammengezogen. Und er hat sich richtig aufgerafft wieder. Er war dann auf einmal wieder richtig körperlich fast wieder auf dem hohen Dampfer. Er konnte nicht aus dem Bett raus. Aber er war wieder voll da gewesen. Und die gelben Augen waren auch wieder weg gewesen. Und er lächelte die ganze Zeit. Das war für ihn wahrscheinlich auch nochmal etwas ganz, ganz Großes und wo er nochmal die allerletzte Kraft nochmal aktiviert hat in sich, um das zu erleben. Und dann hat er das 8 Stunden noch überlebt und ist dann verstorben. Ja, und ich war mit dabei gewesen. Ich war die Letzte. Und die letzten Worte waren, ich liebe dich. Nicht nur. Noch andere persönliche Worte, die du jetzt gar nicht sagen. Er hatte dann noch so zwischen 18 und 22 Uhr dann gesagt, er ist Punkt 22 Uhr verstorben. Und er meinte dann so zu mir, weil ich habe einen Vorteil, ich kann ein wenig von den Lippen ablesen. Und er deutete hinten in die Ecke, sag mal, siehst du da hinten jemanden sitzen? Die anderen wollten ihm dauernd ein Kissen reichen. Ich so, nein, Stefan, das tut mir leid, ich sehe da niemanden hinsitzen. Doch, Katrin, da sitzt da jemand.
Das gibt mir dann doch schon zu denken. Na, genauso, wo die anderen sagen, komm, lass los, weil ich würde sagen, auch Stefan lässt dann nicht los. Er hätte dann weitergemacht. Nur dann... Als er dann erst dann 22 Uhr war. Ja. Und du gesehen hast, dass er nicht mehr atmet. Ja, ich war die Letzte, die in seinen Augen gesehen hatte. Wie alles entschwand auf einmal, von außen so nach innen, und der letzte Zug, der kam in mein Gesicht, so ein kleiner Hauch. Und so der, die Augen auf einmal so von innen nach, von außen so nach innen, dann so leblos wurden und auf einmal so verblasste. Und erst hat er 3 Tränen verblassen und riss sich dann irgendwie nochmal zusammen und lächelte nochmal. Also er ist also quasi im Lächeln verstorben. Ja. Was ja schön ist, ne? Ja. Was ja sehr schön ist. Doof. Bitte? Irgendwo richtig doof. Das Ganze war am 22.09., sagst du? Ja. Es ist ja ganz frisch, ganz frisch. Ja, sehr frisch. Wie lebst du seitdem? Irgendwie, ich verdränge irgendwie die Tatsache, also der Kopf ist hohl, aber das Herz ist voll. Ich habe immer noch das Gefühl, als würde er mich antickern und irgendwie, dass wir gleich losgehen und irgendwie was schnattern und... Und unsere kleine Zeremonie da veranstalten, unsere kleine Rituale da praktizieren. Ich glaube, dass dieses große Ritual, nämlich dass ihr geheiratet habt, etwas erstmal für ihn unbeschreiblich Wichtiges, vielleicht das Wichtigste in seinem Leben war. Ja, das war unser gemeinsamer Traum gewesen. Ja, und für dich ist das ja auch unvergesslich, was da passiert ist. Und wie schön, dass ihr es noch geschafft habt. Ja. Wie schön, dass er es auch noch so hat richtig wahrnehmen können und dass er dabei sein konnte. Das stimmt. Es ist in all der Traurigkeit so eine schöne Geschichte eigentlich, in all der Traurigkeit. Ja, das stimmt. Liebe Katrin, wir können ja leider nicht so ganz lange hier sprechen. Ja, das verstehe ich. Ich würde dir aber gerne, weil ich weiß, dass es dir sehr schlecht geht. Ja. Und du hast es gerade richtig beschrieben mit dem Herz und dem Kopf. Auf jeden Fall noch ein Gespräch mit meiner Mitarbeiterin, meiner Psychologin anbieten. Ja, würde ich gerne anbieten. Ja, dann könnt ihr in Ruhe noch sprechen und... Einfach ein bisschen reden. Ja? Ja. Dann legst du bitte auf und ich wünsche dir viel Kraft für die nächste Zeit, in den nächsten Monate. Das wird schon alles noch immer wieder schwer für dich sein. Ja. Du hast mein Mitgefühl. Ich wünsche dir alles Gute von Herzen. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Dankeschön. Tschüssi. Hier ist Angelika. Angelika ist 39. Guten Morgen, Angelika. Hallo, Domian. Hallo, Angelika. Was ist dein Thema? Ja, ich habe vor 17 Tagen meinen Sohn durch einen Unfalltod verloren, in einer Baugrube verschüttet worden. Vor 17 Tagen? Ja, am 3. Oktober. Wie alt war dein Sohn? 14, und meine Freundin hat auch ihren Sohn dadurch verloren. Also es sind also beides Freunde gewesen, haben um 1 Uhr, wie gesagt, das Haus verlassen und sind um 8 Uhr nicht nach Hause gekommen. Da haben wir die überall gesucht. Ja, und ja, da kommen wir jetzt überhaupt nicht klar mit. Was ist denn, erzähl mal, was da genau passiert ist? Ja, die sind in dieser Baugrube, die ist ungesichert, ist in Bottrop-Kichellen, und die haben sich da eine Höhle gegraben. Er hat am Samstag, also Dienstag, ist der 3. Oktober gewesen, und am Samstag hat er seinen Schlüssel verloren, und da bin ich da hingefahren und habe gesagt, wir suchen den Schlüssel, und da hat er mich zu dieser Baustelle geführt. Ja, und dann... Also habe ich gesagt, das bringt hier nichts zu suchen, das finden wir nicht. Und hat am Montag auch sofort einen Schlüssel, habe ich ihm nachmachen lassen und habe ihm auch verboten, da spielen zu gehen. Halt, weil es so gefährlich ist. Und ja. Aber dann ist er wieder doch hingegangen? Ja, und ist mit seinem Freund, und sind beide verschüttet worden. Und wie lange hat das gedauert, bis ihr überhaupt wusstet, was geschehen war und bis man sie dann gefunden hatte? Also 2 Jungs sind betroffen? Ja. Wie lange hat das gedauert, bis ihr wusstet dann, was los war? Als sie um 8 Uhr nicht nach Hause gekommen sind, habe ich meine Freundin angerufen. Ich sage, sind die Kinder bei dir? Nein, die sind noch nicht nach Hause gekommen. Und dann bin ich zu ihr gefahren. Und da haben wir gemeinsam gewartet, aber umso die Zeit, also die, wie gesagt, der Zeiger ging immer weiter. Und ich habe gesagt, also wir waren beide sehr vernünftig. Und also liebe Kinder. Und ja, und dann... hat man sich Sorgen gemacht, und dann sind wir zu dieser Baustelle gefahren. Ach so, erstmal. Wir haben zwar erst die Polizei angerufen, aber sind dann zur Baustelle gefahren und haben gesehen, dass die eingestürzt war. Das konnte man von außen sehen, dass es eingestürzt war. Weil ich habe die am Samstag gesehen, und am Dienstag war sie eingestürzt, und
irgendwie habe ich dann schon ein ganz schlechtes Gefühl gehabt. War die Polizei schon direkt dabei, als ihr da auch hingefahren seid? Nein, dann habe ich sie sofort angerufen, ja, als ich das gesehen habe und habe, wie gesagt, die Kinder sind verschüttet worden. Mhm. Und dann kamen sicher schnell große Hilfsmaßnahmen in Gang. Ja, sofort. Also ich sag mal so, unser ganzer Ort, wie gesagt, auch die Schule. Ja. Sind die beiden Jungs direkt verstorben bei der Verschüttung oder haben sie noch gelebt, als man sie gefunden hat? Nein, die waren schon länger tot, wurde uns gesagt. Hast du dein Kind dann gesehen? Ja, ich habe das gesehen. Also an der Baustelle nicht, also wir wurden sofort von der Polizei weggebracht. Mhm. Aber ich habe es im Fernsehen gesehen. Du hast die Bergung dann im Fernsehen verfolgt. Ja. Ja. Und hast du dann irgendwann später in der Klinik oder in einem Bestattungsinstitut deinen Jungen nochmal gesehen? Ja, ich bin also dreimal da gewesen. Und war er denn körperlich sehr, sehr, sah man ihm die Verletzungen an? Ja, die Obduktion, also hat man schon gesehen, aber ansonsten, ich hatte so das Gefühl, dass es immer noch mein Kind war. So. Das heißt, du hattest schon die Möglichkeit, Abschied zu nehmen? Ja. Du warst, wie viel Mal sagst du, zweimal da? Dreimal. Dreimal und hast dann dich bei ihm aufgehalten. Genau, die sind am Dienstag verstorben und am Samstag haben wir beide zusammen beerdigt. Also wir sind auch beide alleinerziehend. Ich wollte gerade nach dem Vater fragen. Hast du Kontakt noch? Nein. Ist der Vater denn zur Beerdigung gekommen? Ja. Das schon. Hm. War es dein einziges Kind? Nein, ich habe nur eine Tochter, 11 Jahre. Hm. Auch das ist ja sicher äußerst schwierig, dem 11-jährigen Kind das zu vermitteln. Wie hast du das geschafft und wie geht das Kind damit um? Ja, im Moment, sie hat Schlafstörung, sie redet viel jetzt im Schlaf und ich sitze, wie gesagt, jetzt, ich sitze jetzt hier und ich kann irgendwie nicht, ich finde auch keine Ruhe, ich kann nicht schlafen gehen, essen und wie gesagt, das alltägliche Leben, so einkaufen und so, das kann ich alleine gar nicht mehr bewältigen. Mhm. Wobei wahrscheinlich dein Kind dich immer noch so ein bisschen in den Alltag zurückzieht, weil du musst ja irgendwie funktionieren, aber tief in dir drin sieht es wahrscheinlich so aus, dass du ganz weg bist und gar nicht weiter weißt und gar nicht wahrscheinlich mehr zu atmen weißt. Ja, wir sind auch in psychologischer Behandlung jetzt beide. Und wie gesagt, ich bin auch gerne jetzt mit ihr zusammen, mit der anderen Mutter, ist ja meine Freundin. Und sie hat auch noch eine Tochter, die ist 16 Jahre alt. Also wir halten da jetzt auch ganz toll zusammen. Mhm. Machst du dir oder macht ihr euch irgendwie Vorwürfe, dass ihr nicht streng genug das unterbunden habt oder? Also Vorwürfe nicht, weil wie gesagt, die haben da gespielt und das ist jetzt so ein tragischer, sag ich mal, ein Unglück. Und als ich am Samstag an dieser Baustelle war wegen dem Schlüssel, da waren viele Kinder, die da gespielt haben und auch die Anwohner haben gesagt, dass da die Kinder alle da gespielt haben. Das war so einladend, die Baustelle. Trägt eigentlich irgendjemand Verantwortung dafür? Hätte die Stadtverwaltung oder wer auch immer dafür zuständig war, dieses besser absperren müssen? Also ich finde schon, dass das hätte abgesperrt werden müssen oder abgesichert, aber gar nichts. Ist da schon jetzt irgendwas in die Gänge gekommen, dass man da nachforscht und weißt du das? Ja, wir haben schon einen Anwalt, wir haben einen Anwalt und aber wir haben auch, wie gesagt, noch nicht viel so erfahren. Wir haben, wie gesagt, alles durch die Presse erfahren. Ich könnte mir auch vorstellen, dass bei dir im Vordergrund einfach der Schmerz steht, dass dein Kind weg ist, dass dein Kind tot ist. Dass man sich da gar nicht so um so juristische Sachen kümmert. Ja, kann man im Moment auch gar nicht. Wie verläuft denn so dein Tag? Du hast gerade die Andeutung gemacht, dass das irgendwie gar nicht mehr so richtig funktioniert. Mhm. Oder fangen wir mal mit der Nacht an. Kannst du schlafen? Nein. Gar nicht. Also schlafen nicht. Und ich habe auch Angst, dass ich wirklich jetzt bald zusammenklappe, weil man versucht stark zu sein, weil man noch eine Tochter hat. Mhm. Meine Freundin ja auch. Also wir halten zusammen und ich sag mal so hier ganz Kicheln ist auf uns zugekommen
Und wie gesagt, wir haben viele Sachen jetzt zu erledigen. Also von morgens bis, sag ich mal, bis abends sitzen wir zusammen und dann, wie gesagt, dann trennen sich unsere Wege. Also im Moment sind wir so, dass wir dann auch mal alleine sein wollen. Mhm. Ja, und dann, ja. Dann bricht alles wahrscheinlich in einem zusammen, ja, wenn man dann alleine ist. Wie machst du das in der Wohnung mit seinen Sachen? Sind die alle noch so da? Wie? Ja, ist alles noch vorhanden. Also ich habe seine Wäsche gewaschen, eingeräumt und ja, das ist alles da, kann ich auch nicht wegmachen. Hm, hm, hm. Die andere Mutter, das, du sagst, das war eine, das ist auch schon eine enge Freundin vorher. Eine Freundin von mir. Vorher gewesen. Hm. Das heißt, ihr könnt euch schon gegenseitig sehr viel Halt geben, weil niemand kann den anderen so gut verstehen, wie ihr beiden euch gegenseitig. Ja, aber wie gesagt, wir sind auch in psychologischer Behandlung, also auch gut betreut, sag ich mal, also von Anfang an auch. Mhm. Und aber begreifen können wir das noch nicht, mhm, richtig, weil jetzt Ferien waren und man meint immer, die kommen irgendwann wieder, aber, mhm, dann sagt man sich wieder, nee, doch nicht, und dann wieder doch, also das ist ganz komisch. Hast du Angst? Ich habe das gerade so ein bisschen rausgehört, das hörte sich so an. Hast du Angst, dass du irgendwie gar nicht mehr kannst und völlig zusammenbrichst? Ja, weil ich nicht essen kann. Du kannst nicht essen? Und, also ich muss oft so mich übergeben und habe Durchfall. Mhm. Das heißt, du isst fast gar nichts? Mhm. Mhm. Du isst fast gar nichts, du schläfst fast nicht? Ja, ich habe mal so ein trockenes Brot oder so, kann ich essen. Mhm. Bekommst du denn von deinem Arzt oder Psychologen, Psychiater, wo du bist, bekommst du Medikamente, die dich so ein bisschen beruhigen? Ja, ich habe Beruhigungsmittel bekommen, aber wie gesagt, die habe ich jetzt 2 Tage nicht genommen. Mhm. Angelika, ich finde, in einer solchen extremen Situation, finde ich, darf man das ruhig nehmen. Mhm. Weil wenn man so ein bisschen Hilfe durch so ein Pillchen bekommt für ein paar Wochen, ist das okay. Finde ich okay. Das musst du für dich tun und du musst es auch für deine Tochter tun, deine 11-jährige Tochter. Denn wenn du jetzt total zusammenbrichst, ist das ja alles um ein Vielfaches dann noch schlimmer, auch für das Mädchen. Mhm. Wie oft kannst du denn zu dem Psychologen gehen? Also einmal in der Woche haben wir jetzt einen Termin. Also da machen wir auch gemeinsam. Mhm. Ist das, meine Freundin und ich, wir gehen da gemeinsam hin. Also wie gesagt, ich bin auch froh, dass sie dabei ist. Mhm. Empfindest du das als zu wenig einmal in der Woche? Ja, wir haben, wie gesagt, im Moment auch viel zu tun und, mhm, ich weiß jetzt auch nicht, wie das weitergeht. Mhm. Also wenn ihr jetzt weniger zu tun haben werdet demnächst, und das kann ja durchaus sein, wenn jetzt die ersten Wochen so vorbei sind, wäre es sicher, wenn ihr oder wenn du noch intensiver betreut würdest. Mhm. Was man da tun könnte, biete ich dir sehr gerne an, dass wir gleich gemeinsam mal ein bisschen überlegen, was man da machen könnte. Dann fällt mir auch gerade noch etwas ein. Hast du schon mal von den verwaisten Eltern etwas gehört? Ja. Das sind Menschen, eine Selbsthilfegruppe bundesweit organisiert, wo sich Eltern zusammenfinden, die ihre Kinder verloren haben. Ja, also da haben wir uns, meine Freundin, eine andere Freundin von mir hat da angerufen und da hatten wir auch schon ein Gespräch gehabt. Mhm. Und die haben auch gesagt, die würden uns auf jeden Fall mit Gespräche helfen. Ja, ja. Wir haben uns jetzt auch die Telefonnummer gegeben hier von Duisburg, weil das bei uns in der Nähe ist. Mhm. Und die haben gesagt, es gibt auch in Dienstlaken eine Stelle, wo wir uns melden können. Also da haben wir die Telefonnummern jetzt. Wie hast du denn die Beerdigung verkraftet? Ja, die habe ich überhaupt nicht mitbekommen. So. Also ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe. Mhm. Also Angelika, wir werden jetzt gleich mal im Hintergrund ein bisschen überlegen und dich zurückrufen, dass wir dir noch intensiver Hilfe vielleicht vermitteln können. Ich glaube, das wäre sehr, sehr wichtig und sehr richtig auch. Ja. Ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Kraft. Ganz viel Kraft. Mhm. Es tut mir sehr, sehr, sehr leid, was geschehen ist. Du legst bitte auf und wir rufen dich zurück, Angelika. Ja, okay, danke. Alles Liebe. Ja, okay. Auf Wiederhören. So, ihr Lieben, das war's für heute und für diese Woche von uns. Wir sehen und hören uns wieder in der Nacht von Montag auf Dienstag. Wieder 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr WDR Fernsehen und 1 Uhr 1 Festival. Ich wünsche euch jetzt eine gute Nacht und eine schöne Nacht und eben auch ein schönes Wochenende. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.